Mitteilung an alle Lobben im deutschsprachigen Raum. Liebe Freimaurer, berichtet vor allem an die Loben in Bremen und die Lobe Delmenhorst. Ich möchte mich an Sie hinsichtlich einen Ihrer Genossen wenden. Punkt. In dem Zusammenhang möchte ich an das letzte bisschen Menschlichkeit, welche Sie eventuell noch in sich haben, appellieren. Punkt. Es handelt sich bei diesem Brief auch um einen Aufklärungsversuch. Punkt. Es ist mehr als unwahrscheinlich, dass die Mehrheit der Freimaurer die weiterführend beschilderten Tatsachen befürworten oder mit sich selbst vereinbaren könnte. Punkt. Es geht um den Genossen Henning S. wohnhaft in Bremen, welcher sich bei jeder Gelegenheit damit schmückt, ihnen anzubehören. Punkt. Bedauerlicherweise versteht der Mann anscheinend nicht viel von Freimaurerei. Punkt. Allein schon seine öffentlichen mehrfach wiederholten Aussagen über Pyramiden und darin an der Spitze über allen stehen, sprechen für sich selbst. Bedauerlicherweise besteht die Pyramide aus Säuglingen, Knaben und einer Erziehung mit Zuckerbrot und Peitsche. Punkt. Bitte prüfen Sie, ob Sie es hier mit einem wirklich gebildeten Wesen zu tun haben. Punkt. Nun zur Sache. Punkt. ACHTUNG, was nun folgt, ist nichts für schwache Nerven. Punkt. Bitte in keinem Fall vor dem Essen lesen. Ausrufungszeichen. Es handelt sich um konstitutionell staatlich subventionierten Kindermissbrauch. Punkt. Dieser Mann ist Mitglied in einem internationalen Pädophilie-Kollektiv. Der Herr S. verkehrte als Besucher des Öfteren und auch länger im Gefängnis Bremen-Oslebshausen, wo er Sympathien zu pädophilen Drogenhändlern knüpfte, welche dann Heimkinder drogenabhängig machten und über diese dann volle geistige Kontrolle zu erlangen. Punkt. Vor allen waren Heimkinder die Opfer, denn sie sind Herr S. nach staatliches Eigentum und somit auch sein. Punkt. Es gab, gibt im Ausland Konzentrationslager für Kinder und Jugendliche, welche unter dem Deckmantel der Jugendhilfe finanziert werden, in denen Senatoren Urlaub machen. Punkt. Natürlich auf Kosten der Kinder und der Steuerzahler. Punkt. Sozialarbeiter, die unter der Randprovision für die Vermittlung von Kindern dorthin kassieren. Punkt. Diese Leute bevorzugen Jungs und keine Mädchen. Punkt. Dazu werden Kinder aus besonders kaputten, handlungsunfähigen Familien herausgesucht, zum Beispiel Eltern, die ihre Kinder hassen. Punkt. Hierzu bitte die dreiteilige Reportage angucken. Punkt. Siehe Links in der Videobeschreibung. Auch gewisse damalige hochgradige Leute aus Hannover haben die per Versehen Neigung zu Minderjährigen. Punkt. Zum Beispiel sollte ich in einer Sauna in Hannover einen Bekannten von Henning S. für mehrere hundert Euro auspeitschen, was ich natürlich nicht tat. Punkt. Sie pflegen es, einem diese unseriösen Angebote so unauffällig wie möglich zuzutragen, so dass es nachher mir als unglaubwürdig erscheint. Punkt. Es gab auch schon Leute, die sich bei mir angeschmeichelt haben, bei denen es sich später herausgestellt hatte, dass es Schwerkriminelle waren. Punkt. Einer von denen fragte mich, ob ich schwul sei, mehrmals und mit intensivstem Nachdruck. Punkt. Als ich dann oft genug erwidert habe, dass ich es nicht bin, wurde ich mit einer Schusswaffe bedroht und anschließend ausgeraubt, sowie zusammengeschlagen. Punkt. Es gibt sogar einen Kinderarzt, der gewissen Leuten Unfälle bei Verletzung bescheinigt, obwohl es sich nicht um solche handelt. Punkt. Ich wurde ebenfalls damit erpresst, dass Kinder geschlagen werden würden, falls ich meine Meinung nicht ändere. Punkt. Darüber wird kein Opfer reden, zumindest nicht, wenn es selbst in der Lage ist, zum Täter zu werden. Punkt. Und das sind leider die meisten. Punkt. Ständig tauchen hier neue Prostituierte auf, welche anscheinend zum Zwecke der Spionage da sind und bezwecken sollen, dass ich homosexuell werde. Punkt. Bisher circa schon 10. Zufälle, die jeder mathematischen Wahrscheinlichkeit trotzen. Punkt. Ich hatte einen Verdacht, bis ich es mir irgendwann selbst beweisen konnte, dass sie mit diesen Leuten zu tun haben, da diese es sogar selbst zugaben. Punkt. Und als ich dann mal eine vernünftige Freundin fand, die keine Prostituierte war, so ist zufällig ein Unfall geschehen und ihr wurde das ganze Gesicht aufgerissen. Sie wurde entstellt. Punkt. Ich komme aus einer Familie, wofür mich das Wasser zum Waschen zu schade war, weshalb ich wochenlang dreckig und stinkend herumlaufen musste, so dass sich alle in der Schule beschwerten. Punkt. Ich war kein Dreckskind, als ich mich waschen wollte, habe ich Schläge gekriegt. Punkt. Ja, in Deutschland. Punkt. Dementsprechend wurde man auf mich aufmerksam. Punkt. Bis heute habe ich nichts Attraktives an Homosexualität entdecken können. Punkt. Der Hass dieser Leute ist groß, denn ich soll mitleiden. Punkt. Man hat mir des Öfteren die Aufforderung zukommen lassen, ich soll Henning S. eine Entschädigung für den Zweiten Weltkrieg bezahlen, und zwar in Form von Naturalien. Punkt. Was glauben Sie wohl, wieso der Henning S. am liebsten so viel Zeit mit seinen Enkeln verbringt? Punkt. Am allerliebsten fährt er wahrscheinlich mit seinen Enkeln jedoch zum Picknicken tief in die Wälder. Punkt. Der Mann ist so geizig, dass ihm der Mehrwert seines Spermas zu schade ist, und er deshalb der Meinung ist, die Evolution hat es unter anderem zum Stillen von Säuglingen gedacht. Punkt. Ja, Sie lesen richtig. Es war auch nicht einfach für mich, dieses zu verdauen und sich damit auseinanderzusetzen. Punkt. Wenn jemand mit Kindern spielt, wird der Mann sofort eifersüchtig, weil er denkt, man möchte mit den Kindern Sex haben, wird aggressiv und will auf einen losgehen. Punkt. Er wird sofort eifersüchtig, wenn sich jemand selbst befriedigt. Punkt. Es reicht auch schon, wenn sich eine attraktive Person neben das Begehrungsobjekt in der Bahn setzt, in dem Fall rastet dieser Mann sofort aus. Punkt. Wehe, man redet dann auch noch mit dieser attraktiven Person. Punkt. Doch nach außen hin reißt sich der Henning S. immer zusammen und spielt die mündige Gospel vom Lande. Punkt. Autofahren ist natürlich für ihn alleine zu teuer, und beim Wohnen sollte man auch sparen, wo man kann. Punkt. Denn man muss ja die Kredite von seinen sogenannten Freunden bedienen, die einen einst dahin gebracht haben, wo man heute steht. Ich habe all diese Dinge nicht freiwillig zusammengetragen, und
Auch keinen Hass auf diesen Mann. Punkt. Ich bin nicht herumgekommen, dies alles zu erfahren. Punkt. Ich schreibe Ihnen diesen Brief in der Hoffnung, einen abschreckenden Effekt für den Peiniger zu erzielen. Punkt. Die sonstigen Elemente, die den ganzen Tag am Fenster sitzen, wären nicht in der Lage, eine solche logistische Leistung zu erbringen. Punkt. Der Mann hat zwar eine Frau, die ist jedoch frigide. Punkt. Sie können sich nicht vorstellen, was ich hier mitmachen muss. Punkt. Ich könnte bedauerlicherweise noch sehr viel mehr hier eintippen, es handelt sich nur um die Spitze des Eisberges. Punkt. Seit ich den Henning S. kenne, weiß ich, dass es einen Gott, oder zumindest ein Karma geben muss. Punkt. Denn die allermeisten Menschen leiden nicht so sehr wie der Henning, den allermeisten Menschen ist nicht bewusst, wie sehr schlechte Menschen in Verborgenem leiden und wie gut sie selbst es eigentlich haben. Punkt. Wenn die Freimaurerei wirklich dazu dienen soll, den Menschen zu verbessern, aus allem Guten das Beste zusammenzutragen, dann haben Sie mit dem Mann das Ziel so ziemlich verpasst. Punkt. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass ich bereits mit diesem Brief gedroht habe. Punkt. So dass man sich im Vorfeld schon Gedanken machen konnte, wie man es vereiteln könnte, dass mir geglaubt wird. Punkt. Hier noch ein Beispiel eines Wesens, welches Henning es ziemlich ähnlich ist. Punkt. Schauen Sie sich doch bitte vor allem den zweiten Teil des 2TEN Videos an ab 12 Uhr Minute an. Punkt. Siehe Links in der Videobeschreibung. Ich bin ein sanftmütiges und dennoch intelligentes Wesen, welches die Möglichkeiten des Lebens nutzen möchte, ohne ständig angeekelt sein zu müssen vom Gedanken an dieses Wesen. Punkt. Ich will meine Schuhsohle sandstrahlen lassen. Punkt. Auch alle Mitläufer sollen mich in Zukunft in Frieden lassen. Einschmeicheln zwecklos. Falls mir was zustoßen sollte, wird ein automatisches Testament veröffentlicht, welches mehrmals auf der Welt hinterlegt ist. Punkt. Es sind ebenfalls Infokrieger und Menschenrechtler in mehreren Staaten involviert. Punkt. Es reicht, wenn ich mich 2 Wochen nicht einlogge. Punkt. Das Einzige, was ich möchte, ist meine Ruhe. Punkt. Weitere Links in der Videobeschreibung mit freundlichen Grüßen. Anonymous Haftungsanschluss. Die Handlung und die Handelnden. Personen dieses Textes, Films sind natürlich frei erfunden. Punkt. Jede Ähnlichkeit mit toten oder lebenden Personen oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ist sicher nicht beabsichtigt und wäre selbstverständlich rein zufällig. Aus rechtlichen Gründen wurden Namen verkürzt, um jede Eventualität des Verwechselns mit toten oder lebenden Personen oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auszuschließen. Punkt. Der Haftungsanschluss dient der Absicherung gegenüber unserer gerechten Justiz.